bist heiß. Ja, genau. Okay. Also ich... Ja, aber... zu gehen. Ja, genau. Okay. Echt? Mich hat's erwischt! Alarm wegen eines möglichen Kriminellen in Ihrer Nähe. Nicht davon.
Verdächtigen wurde eine Streife hinter ihr geschickt. Zentrale, wir drehen noch mal um. Kostet nur euer ganzes Geld. Ist das Ablenkung genug? Ja. Gehst du rein, um dich umzusehen, oder? Oh ja, bin doch schon im Sonntagsanzug. Schön. Kauft Erleuchtung. Kostet nur euer ganzes Geld. Okay, ich geh jetzt rein. Ich krieg sicher was raus über Siska. Wir ziehen in die Schlacht gegen diese Wichser. Ich brauche jeden Dreck, den du findest. Um neue Follower zu kriegen, müssen wir für einen echten Skandal sorgen. Warum denken wir uns nicht was aus? Wenn das auffliegt, wird alles, was Derzek je gesagt hat, als Lüge abgestempelt. Keine Sorge, wenn's Schmutzwäsche gibt, finde ich den Wäschekorb. Und hier ist Marcus mit der eleganten Metapher. Ach, ich geb mir Mühe. Was soll das denn? Thank you.
Scheiße geht hier vor? Echt nicht zu fassen. Oh, was denn? Entschuldigung. Ah. Leute, Siska wäre ein guter Verbündeter. Der Mann hat echt Ärger mit der Kirche. Die planen sogar einen Notfall-Audit mit ihm. Audit? Die wollen sein Geld haben. Natürlich, das auch. Aber das hier ist was anderes. Die verkabeln sich mit diesen gefakten elektronischen Scheißdingern und spielen Psychiater miteinander. Echt süß. Siska wartet auf den Auditor, aber stattdessen werde ich ihn besuchen. Ist das dein Ernst? Hast du sowas drauf? Aber sowas von! Erst muss ich den echten Auditor aufhalten. Er kriegt einen Anruf von Jimmy Siska. Ja, Leute, ihr müsst hören, wie er Jimmy Siska nachmacht. Einfach zu geil. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich melde mich. Hallo? Jason, Sie sollen heute zu einem Audit kommen? Jimmy, ja, genau. Ich wollte gerade los. Wie läuft's denn so? Nicht gut. Ich glaube, ich habe zu viele Empanadas gegessen. Mein Magen ist viel zu labil für eine Sitzung, wenn Sie verstehen. Ja, ja, schon kapiert. Fieser, echt fieser Durchfall. Ja, ich verstehe. Können wir es vertagen? Ja, werden wir wohl müssen. Ich habe schon Tabletten genommen. Ich rufe bald zurück, versprochen. Alles cool? Fass mich echt an! Ja, werden wir wohl müssen. Ich habe schon Tabletten genommen. Ich rufe bald zurück. Alles cool? Alles cool. Dann gute Besserung, Jimmy. Wird schon wieder. Thank you.
ist denn los? Oh ja? Echt jetzt? Denk nächstes Mal zweimal nach. Hey, Ghoul, was geht? Ich habe hier ein paar New Dawn-Klamotten für dich. Sieht glaubwürdiger aus, oder? Cool, danke, Mann. Kein Problem, mach sie fertig. Ja? Hi, ich bin Jason Lowell. Huh. Ich bin hier für Ihren Audit. Okay, Jason Lowell. Sie sollen der Beste sein. Kommen Sie. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Bitte. Okay, fangen wir an, hä? Meine Quellen sagen mir, dass Sie Zweifel an unserer Kirche haben. Ich möchte, dass Sie mir davon erzählen. Zweifel, ja. Zweifel ist ein starkes Wort. Früher war ich inspirierter, als ich heute bin. Jimmy, kommen Sie. Seien Sie offen mit uns. Sie haben recht. Okay. Okay, es gibt Gerüchte über diesen Ort, an den Sie Kirchenmitglieder mit Problemen schicken. Und es dauert lange, bis Sie wiederkommen, wenn Sie überhaupt wiederkommen. Ich habe diese Gerüchte gehört. Und wissen Sie was? Es sind nur Gerüchte. Und kriege ich keinen Ärger? Für die Wahrheit? Nein. Danke, Sie werden es nicht bereuen, ich verspreche es. Aber nur noch eins. Ich muss diesem Gerücht auf den Grund gehen. Also, wissen Sie, wo dieses angebliche Lager sein soll? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde es nie heraus. Und hat es einen Namen? Der Rote Raum. Sie nennen es den Roten Raum. Ach ja, Mann, eine Sache noch, Mann. Ihre letzten 5 Filme waren echt beschissen, also geben Sie sich Mühe. Okay, immer den Kopf hoch. Peace! Hä? Aha. Ja. Okay, ich habe eine Spur, wie wir New Dawn drankriegen, aber mir fehlt noch eine Info. Jimmy Siska hat Angst vor einem gewissen roten Raum. Jimmy Siska in der Rote Raum. Der Rote Raum scheint eine Art Reha-Zentrum zu sein, wo die Kirche problematische Mitglieder hinschickt. Manche, die dahin gehen, bleiben für immer weg. Wenn die Leute kidnappen, wäre das ein Riesending für uns. Das übersteigt meine Möglichkeiten. Soll ich mich umhören? Nein, ich mach das. Verdammt. Hier ist Miranda. Hi, ich bin's, Marcus. Marcus? Holloway? Woher hast du meine Klar, ist schon klar. Ich brauche Hilfe. Es geht um New Dawn. Hast du je vom Roten Raum gehört, Miranda? Ich schick dir eine Adresse. Triff mich dort. Ich brauche nur Infos. Was denn? Ich werde tot sein. Hey, warte! Was ist passiert? Willkommen, Tenai! Bitte, nein! Thank you.
bringen doch jemanden um!